Hallo und ganz herzlich willkommen bei Tarot bei Merlin. Mein Name ist Dirk und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es geht heute um eure allgemeinen Legungen, wo wir einfach mal wieder schauen, wie die Energien bei euch so aussehen. Das heißt Liebe, Beruf und was die Karten so zeigen werden. Bevor ich das natürlich tue, wie immer die astrologischen Updates für diese Woche, für die aktuelle Zeit. Und bevor wir natürlich damit starten, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für euren tollen Support. Ihr seid der Wahnsinn. So eine tolle Energie, die ihr mir da entgegenbringt. Die vielen Kommentare, die Likes, die Abos. Macht bitte weiter so. Das ist wunderbar. Das macht richtig viel Spaß. Den, wo ich nicht danken möchte, das sind die Leute, die weder ein Hallo, weder ein Danke, weder Höflichkeitsfloskeln verwenden, sondern einfach nur da reinschreiben, ja, das kann ja jeder, kann ich auch, oder irgendwelche Kritik äußern. Leute, ich bin immer froh, wenn jemand auch mal schreibt, hey, das würde ich mir mal wünschen, das mache ich mal, auch ein Dankeschön, finde ich total toll. Wenn ihr Kritik äußert, gerne. Aber dann macht das bitte so, wie die Höflichkeitsform und wie der Umgang miteinander, wie das eigentlich alle gelernt haben und uns das auch wünschen würden. Na, ich mache mir da mein eigenes Bild und denke mir dann so, mein Gott, wahrscheinlich sind die Leute mit einer Rakete durchs Kinderzimmer geflogen. An die, die sich dann wundern, warum die das Leben nicht so in den Griff kriegen, wenn man mit so viel negative Energie durch die Welt läuft, dann zieht man auch noch Negatives an. Ja, ich beschäftige mich mit Personalentwicklung, mit alles, was im Bereich Psychologie liegt. Ich mache momentan nebenbei eine Ausbildung als Coach und da weiß ich halt auch eine Menge drüber, wie ja das negative Energie Negatives anzieht. Und deshalb sollte man immer etwas darauf achten, wie man auf andere wirkt, weil wenn man positiv mit anderen kommuniziert, kommt auch positive Energie zurück. Ja. Okay, ihr Lieben, ja, was ist passiert? Gestern ist was recht Schönes passiert. Gestern ist nämlich die Venus in das Sternzeichen der Fische gewechselt. Das heißt, es kann so mehr Romantik in unsere Beziehungen kommen. Nein, wunderschöne Energie. Ja, das kann natürlich auch für die innere Einkehr stehen, für Gefühle der Verbundenheit, auch für Sehnsüchte, die da involviert sind. Ja, und die Frage, was man nicht hat, aber sich wünscht, könnte dadurch ja auch entstehen, ne? Ja, zum Wochenende gibt es ein schönes Dreieck. Die Sonne steht im Wassermann, der Mars im Zwilling, auch in der Vorwärtsbewegung. Ja, und beide stehen im Sechstel zum Planeten Jupiter. Ja, Planet Jupiter, Wassermann und Zwilling und der Jupiter mit dem Feuerzeichen Widder. Da stehen die Chancen gut, Dinge anzupacken, Dinge in Bewegung zu bringen, vorwärts zu gehen. Die Energie ist halt da. Man muss quasi nur starten und anfangen. Ja, und heute Nacht, beziehungsweise nicht heute Nacht, sondern heute um 11.52 Uhr, ist auch der Merkur ins Quadrat zu Chiron gelaufen. Das kann ab und zu oder schon auch mal die Finger in unsere Verletzung legen. Daher achtet immer bitte, was für eine Wortwahl ihr auch im Gegenüber an den Kopf wirft, weil Worte können genauso verletzen wie auch verbale Gewalt. Worte können wie Pfeile sein, daher etwas vorsichtig. Ja, ja, was haben wir noch? Der Mond ist aktuell zunehmend und wechselt heute vom Widder in den Stier. Der Wechsel wird heute Nacht um 0.42 Uhr stattfinden. Ja, und dann ist der quasi der zunehmende Mond im Sternzeichen Stier. Auch das wird an neue Energie praktisch bringen. Und am Montag um 16.42 Uhr wird der Mond dann gegenüber der Sonne stehen. Entschuldigung, das ist nicht am Montag, das ist heute. Also heute um 16.42 Uhr steht der Mond und die Sonne sich gegenüber. Und der Mond wechselt dann am Montag in das Sternzeichen der Zwillinge, und zwar um 9.36 Uhr wird das passieren. Da wird mehr Kommunikation, da wird auch mehr Wuseligkeit bei uns hinzukommen. Die Sonne steht dann auch im Quadrat zum Mars, das wiederum eine sehr harmonische Energie uns geben wird, eine Voranenergie, die auch etwas ruhiger wird. Ne? Ja, ihr Lieben, ich nehme euch gleich mit zu euren einzelnen Legungen. Ich hoffe, ihr habt auch einen Kaffee dabei. So wie ich das jetzt habe, ich wollte eigentlich schon viel eher anfangen mit euren Legungen, aber ich bin momentan diese Woche über komplett in einem Seminar, was in den Abendstunden immer stattfindet. So habe ich natürlich morgens oder über Tag meine ganz normale Arbeitstätigkeit, abends dann das Seminar, was dann meistens immer bis 11 Uhr geht, wo es halt um Persönlichkeitsentwicklung geht, also wunderbar interessante Themen.
wo ich vielleicht das ein oder andere mit euch ja auch schon mal durchführen könnte, überlege ich mal. Passt zwar jetzt nicht zu Tarotkartenlegungen, aber wenn der ein oder andere mal so an Muster loswerden interessiert ist, wie man beispielsweise Partner in der Liebe vergessen möchte, wie man gewisse Dinge, die man fest eingespeichert hat, ja, loslassen möchte. Da gibt es, wie gesagt, richtig schöne Übungen für. Da kann man mal gucken, ob man sowas vielleicht irgendwann auch mal als Video da lässt. Das muss ich mir aber noch mal ein paar Gedanken machen. Ja, es gibt noch was Neues. Ich arbeite auch gerade an einer Webseite von mir. Die wird auch in Kürze, so hoffe ich, dann starten. Da bin ich aber auch noch nicht so richtig gestartet, weil mir momentan die Zeit so etwas fehlt. Aber ich habe mir einfach gedacht, so eine Website, dass ihr so ein bisschen was über mich kennenlernt, wo wir vielleicht auch so einen Blog haben zum Austausch und so weiter. Das bereite ich momentan auch gerade vor. Das ist leicht so angestoßen. Auch das wird neu kommen. Und da habe ich auch noch so ein paar andere Ideen, wo ich euch mit überraschen möchte. Das braucht allerdings noch ein bisschen Zeit, weil ja Zeit ist immer so dieses Problem, dass man alles unter einem Hut bekommt und ist manchmal nicht immer so ganz leicht. Ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß bei den einzelnen Legungen. Vor allen Dingen nicht nur Spaß, sondern Spaß beim Anschauen, aber auch für Ratschläge, die euch wirklich weiterbringen. Und in dem Sinne nehme ich euch jetzt mit zu den einzelnen Legungen, ihr Lieben. Ich sag mal bis gleich, alles Liebe, alles Gute und wir schauen mal, was die Karten so zu sagen haben. Bis gleich. Hallo, liebe Sternzeichen Waage. Ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung und wir starten auch direkt mit dem klassischen Tarot-Deck vom Smith-Waite-Tarot. Und ich mische die Karten schon mal für euch, verbinde mich schon mal mit dem Universum. Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Sternzeichen Waage. Was ist jetzt richtig und wichtig und welche Botschaften darf ich weitergeben und sind notwendig? Liebes Universum, gib mir bitte eindeutige und klare Botschaften für mein Kollektiv Sternzeichen Waage. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich begrüße euch zum allgemeinen Reading für die erste Februarwoche. Denkt immer bitte dran, das sind allgemeine Readings für das Kollektiv. Ich kenne dich nicht persönlich. Wenn du damit nicht in Resonanz gehst, dann schau gerne nochmal in den Aszendenten Mond- und Venuszeichen mit vorbei. Karten haben auch keine Macht über dich. Zeit ist relativ, Zeit ist fließend. Und ja, wir schauen mal, welche Ratschläge die Karten letztendlich und das Universum für dich hat. Und zum Schluss gibt es nochmal von den Astro-Cards eine Karte und auch vom Merlin-Orakel für euch. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ja, ich hätte die Videos schon eher gemacht. Wir sind immer noch just in time. Aber momentan habe ich jeden Abend Seminare und auch am Wochenende. Deswegen bin ich teilweise abends auch sehr, sehr kaputt, müde. Und wenn ich müde bin, dann würde ich niemals solche Legungen machen, weil dann sind diese Energieflüsse nicht mehr da. Und dann kann ich auch nicht mehr vernünftig solche Energien hier aufbereiten. Ne? Ja, ihr Lieben, um was geht's bei euch? Wir haben hier den Herrscher. Der Herrscher, eine Karte aus der großen Arcana, ist die Karte 4 zugeordnet, dem Widder. Ja, ist eine starke Trumpfkarte, eine solide Energie. Das kann momentan sein, dass bei dir das Thema Verantwortungsgefühle, Stabilität, Unabhängigkeit ein Thema ist. Es geht hier um innere Kraft und Stärke. Es kann aber auch für deinen Vater stehen oder einen Vorgesetzten. Es geht um einen Standpunkt, kriege ich hier auch rein, möglicherweise von deinem Vater, wo du momentan so etwas haderst. Das kann auch Meinungsverschiedenheiten sein, weil der Herrscher ist ja jemand, der sich nicht reinreden lässt, der seinen Standpunkt fest vertritt und das gibt manchmal auch Streit, weil er ist halt nicht sehr beweglich. Und mit so jemandem kannst du natürlich dann auch, wenn du ein gewisses Thema ansprechen möchtest, kann das manchmal auch in einem Streit enden. Wir schauen mal weiter. Ja, der Page der Schwerter ist deine Energie, liebe Waage. Das ist immer so die streitlustige Zicke im Tarot. Da ist jemand, der präzise und klar unterwegs ist. Das ist dein Freund. Einer deiner Freunde, der ist jünger als du, kriege ich hier auch rein. Und da ist eine Person, der sagt dir schon, was zu tun ist und der beratschlagt dich auch. Es kann auch sein, dass du mehrere Freunde hast, wo es um Themen gibt, Themen deiner Gedanken, die du teilst und wo dir jeder einen Ratschlag geben möchte.
Diese Ratschläge sind aber teilweise auch nicht immer gut für dich, denn manchmal werfen die dich auch zurück. Und deswegen musst du für dich immer entscheiden, sind diese Ratschläge, bringen die dich weiter oder auch nicht. Ne? Ich sage das immer so, stell dir vor, du gehst in das Taxi des Lebens, setzt dich rein und weißt aber gar nicht, wo du hin willst. Ja, was passiert? Der Taxifahrer schmeißt dich irgendwann raus. Wenn du dich aber reinsetzt und du sagst so, ich bin in mich gegangen, ich habe ein Ziel, ich möchte dahin, dann kann der auch dich dahin bringen. Ja? Ja, und es geht auch bei dir um einen Neuanfang. Das ist nämlich die Karte der Tod. Der Tod ist eine Karte aus der großen Arkana, die Karte 13. Skorpion zugeordnet. Ja, es wird hier etwas beendet oder es ist schon beendet. Es fängt aber auch was Neues an. Das kann im Job sein, das kann aber auch ein Neubeginn in der Liebe sein. Das kann auch eine Pause in der Liebe sein. Das kann ich jetzt hier noch nicht ganz genau deuten. Hier geht es aber auch definitiv um Lebens- und Verlassensängste. Da brauchst du aber keine Furcht bei haben, weil bei dieser Karte kannst du dich eh nicht wehren, es wird eh passieren. Ja? Lass alte Dinge hinter dir, alte Wege, die du sonst gegangen bist, die kannst du ruhig hinter dir lassen und dann kannst du dich auch aufmachen, um auf was Neues zuzugehen. Ja, wunderschön. Du hast nämlich auch die Karte die Sonne. Die Sonne ist eine Karte aus der großen Arkana Sternzeichen Löwe. Hier kannst du definitiv oder du wirst hier konkret handeln, weil du hast hier das nötige Selbstbewusstsein. Und die Sonne unterstützt dich hier. Wenn du hier Fragen hast, wie es weitergeht, wird diese Karte dir sagen, ja, du bekommst das Ja auf deine Antwort. Und zwar mit einer großen Klarheit und das große Glück wird dich hier erfüllen. Das kann auch immer für einen Kinderwunsch stehen. Und der Kinderwunsch wird hier auch positiv beantwortet. Und es wird etwas Neues in dein Leben kommen, weil das Kind symbolisiert immer das Neue. Und mit der Sonne hast du definitiv eine große Glückskarte. Ja, und für alle die, wo das Kinderwunsch definitiv im Vordergrund steht, du hast hier die Herrscherin, das ist auch eine Karte aus der großen Arkana, die Karte 3. Und die Frau ist hier immer sehr, sehr fruchtbar. Ja? Auch hier kann es um Schwangerschaften gehen. Die Herrscherin, anders als der Herrscher, ist natürlich ist eine Frau. Das heißt, hier siehst du, das ist eine sehr warme Karte. Ist eine sehr erwachsene Botschaft. Hier geht es um Vertrauen, um deinen inneren Frieden zu finden, aber auch um kreative Phasen und neue Aufgaben, die dich erreichen werden. Du kannst aber auf beides sehr gelassen zugehen, weil du hier die absolute Herrschermacht bekommst. Ja, und das ist eine Karte für das Sternzeichen Stier. Für das Sternzeichen Stier sagt man das so, dem Sternzeichen Stier so. Und wir haben ja momentan, wechselt der Mond in das Sternzeichen Stier heute Nacht. Das passt also auch wieder sehr, sehr gut. Ja, aber hier werden Dinge, es werden Dinge wahr, die kommen wieder in Ordnung, aber du bekommst ja auch noch oben was drauf mit dieser Karte. Ja, und hier haben wir den Pagen der Stäbe. Der Page der Stäbe steht für neue Ideen, für Impulse, die in dich dringen, also zu dir dringen. Und es wird hier definitiv eine gute Nachricht zu dir kommen. Das kann per WhatsApp sein, per E-Mail oder auch per Telefon. Ja, Anruf, kann ich auch jemanden anrufen. Hier wird es ein Flirt geben, wo zwischen euch beiden die Chemie stimmt. Das ist aber nicht der Beginn einer großen Liebe, sondern das ist erstmal alles sehr, sehr unverbindlich. Dein Gegenüber kann ein Feuerzeichen sein, Schütze, Löwe, Widder. Ja, du hast aber noch ein altes Thema, ne, was du mit dir rumschleppst, ihr Lieben. Du bist momentan so in einer Blockade. Du durchplanst immer sehr viel, landest aber letztendlich immer vor einer Blockade. Du blockst dann irgendwas ab. Wenn du irgendwas nicht kennst, das Gefühl zu stark wird, dann blockst du das ab. Und das ist ein Thema, das hast du quasi irgendwo mal erlernt. Das ist ein Muster von dir. Hier musst du aber auf dein Gefühl hören. Ja? Du musst das Gefühl wieder erlangen, dass du quasi nicht nur auf äußere Erscheinungen achtest. Schau dir auch mal die inneren Dinge an von anderen Menschen. Ja, und schau nicht immer nur auf das Offensichtliche, weil oft ist das Offensichtliche nicht ganz das, was die Wahrheit spiegelt. Und du musst aus diesen Blockaden herauskommen, das ist wichtig. Ja, und da haben wir den König der Schwerter. Das ist auch eure Energie, liebe Waage.
Der König der Schwerter ist schon eine andere Energie als mit den Stäben, sondern also hier geht es um einen sehr verantwortungsbewussten und entschlossenen Menschen, der aber auch weiß, es müssen hier notwendige Veränderungen getroffen werden. Sehr kluger Mensch, analytisch, auch ein sehr rationaler Typ, aber auch sehr, sehr kühl. Aber dafür auch ein sehr ehrlicher Ratgeber. Das kann deine Energie sein, aber ich bekomme hier irgendwie rein, das ist ein anderer Wassermann, Zwilling oder Waage. Ja. Und du wirst demnächst eine gute Nachricht bekommen, die dich in neue Motivation, neue Gefühle lenken. Es wird hier eine positive Überraschung geben bei dir und das wird noch im Februar passieren. Und zwar Anfang, Mitte Februar. Du wirst plötzlich jemanden wiedersehen, den du lange nicht gesehen hast, eine Person aus deiner Kindheit möglicherweise, möglicherweise aus einem alten Job. Und das wird dich positiv überraschen. Kann aber auch sein, dass das eine Person ist, mit der du etwas näher gekommen bist, nicht sexuell oder beziehungstechnisch, sondern auf eine intellektuelle Ebene. Das kann wieder ein Feuerzeichen sein, Schütze, Löwe, Widder. Und es wird ja eine positive Überraschung, wie gesagt, geben. Und dann gibt es was zu feiern. Das sind drei der Kelche. Kelche steht immer für Gefühle. Und hier ist definitiv etwas, ein Grund zum Feiern. Glücklich, etwas ist in Erfüllung gekommen. Es ist auch so die Dating-Karte im Tarot, dass ihr euch vielleicht endlich zu einem Date aufmacht. Ja? Aber es kommt hier definitiv etwas in Erfüllung. Ja, und du kannst etwas feiern. Und dann haben wir hier noch die Königin der Stäbe. Ja, die Königin der Stäbe ist eine Person, die sehr loyal ist, sehr kreativ, hat auch eine gewisse Willensstärke und wenn sie ihren Willen nicht bekommt, dann ist sie auch öfters mal aufbrausend. Ja, die Karte gibt immer so vor, mit seiner Kraft sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist quasi jetzt deine Message. Auch mal das Leben jetzt in deine eigenen Hände nehmen. Nicht immer nur, ja, Dinge vermeiden, ist manchmal so dein Muster. Ja. Du zweifelst auch sehr viel an dir selber. Und da musst du dran arbeiten. Und das wirst du aber schaffen, da rauszukommen, weil du hast hier den Magier. Und der Magier ist quasi, ja, gib Gas. Du hast jetzt hier die nötige Energie, es zu schaffen. Ja? Es ist jetzt auch die richtige Zeit, es umzusetzen, weil der Magier mit dem roten Gewand steht für Leidenschaft, für Kraft. Ja? Und er ist ja geerdet. Er steht auf der Erde, aber er hat auch Zugang zum Himmel. Der Magier kann alles, er hat alle Zugang zu allen Elementen. Und deshalb ist das eine sehr positive Karte und das ist eine ergänzende große Karte für das Sternzeichen Zwilling. Und der Magier hat ja die Macht, die Energie. Ja, die Entschlusskraft und die hast du quasi in dem Moment hier auch. Du kannst hier Entschlüsse treffen und das ist ein neues Gefühl für dich, weil du konntest das sonst nicht. Und mit diesen Entschlüssen kannst du auch vorangehen und das wird auch ein tolles Ende nehmen mit dem Magier. Ja, ihr Lieben, ich werde zum Abschluss noch mal schauen, was die Astrokarten dazu noch sagen. Gemeinschaft und Technik, das zweite Haus. Kannst du es sehen? Ich hoffe. Ja, das ist übrigens, ich habe gerade mich verlesen, das ist das 11. Haus, Gemeinschaft und Technik. Ja, hier kann man sehen, zwei Hände umspielen eine Spirale, ja, mit kosmischen Symbolen. Man könnte sagen, ja, die Milchstraße wird wie Marionetten, geführt, mit unsichtbaren Fäden gelenkt. Ja. Im Lebensbereich steht die Karte für Freude, Gemeinschaft, Vision, ja, und es geht hier um Gemeinschaftsvisionen zu stärken. Das ist quasi also das 11. Haus ist ja das sogenannte Wassermannhaus und entspricht den Bereichen im Leben, die mit dem Kern der Grundthematik des Sternzeichens Wassermann zu tun haben. Ne? Und das ist halt Freude und Gemeinschaft. Und hier ist im Endeffekt, ja, bist du mit deiner Version vertraut. Ne, was bedeutet Zukunft und Teamgeist für dich? Das ist quasi jetzt hier die Frage, die du dir hier so stellen kannst. Ne?
Und ich werde nochmal das Merlin-Orakel, eine Orakelkarte für euch ziehen, ihr Lieben. Geheimnisbrücke, Wahrheit des Herzens. Wo möchtest du dich rückverbinden und Brücken bauen? Was ist das tiefste Geheimnis, das du in deinem Herzen wie einen Schatz hütest? Ja, das ist eine gute Frage, die kannst du dir selber beantworten. Und vielleicht ist das sogar der Schlüssel zu deinem, zu deiner Legung. Ihr lieben Sternzeichen Waage, wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like von dir. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tu es gerne, freue ich mich sehr drüber, denn mir hilft das sehr, sehr viel, dir auch, denn du verpasst kein Video mehr von mir. Es werden demnächst wieder die Liebeslegungen stattfinden in Kürze. Und über nette Kommentare freue ich mich natürlich genauso wie ein kleines Kind am Weihnachtstag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Februar, tolle Energie, alles Liebe, alles Gute, bis bald, bleibt gesund, ciao, ciao.